Und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön fürs Reinschauen. Heute möchte ich euch den neuen Volkswagen Touareg vorstellen in seiner dritten Generation. Die Zeit ist gekommen für die nächste Generation. Ja, der neue Volkswagen Touareg in seiner dritten Generation steht jetzt vor uns. Besonderes Merkmal ist hier die extrem breite neue Front mit dem riesigen Grill, den wir haben. Alles sehr fließend ineinander übergehend. Die Scheinwerferpartie mit den neuen IQ-LED-Scheinwerfern fließt automatisch in diesen großen Chromkühlergrill ein. Wir haben hier auch tatsächlich das Night Vision, was es erstmals im VW Touareg gibt. Hinter dem Emblem das Abstandsradar verbaut. Weiterhingehend zieht sich diese, so eine Tornado-Linie zieht sich hier extrem rüber, bleibt hier als spitze Kante im kompletten Profil bestehen, über die gesamte Seite. Hier unser Testwagen steht auf 20 Zoll Leichtmetallrädern, die fast schon ein wenig im riesigen Radkasten untergehen. Optional können bis zu 21 Zoll Räder geordert werden und serienmäßig sind es 18 Zoll Räder. Die gesamte Seitenlinie des Fahrzeugs ist mit einer leicht coupéhaften Dachlinie versehen. Das heißt, das Dach fällt hier hinten sanft ab und ähnelt dann im gesamten Heckbereich, wenn wir uns das gesamte Heck mal anschauen, sehr dem Konzernbruder Porsche Cayenne. Hier mit seinem, sage ich jetzt mal, Buckel, so einem Rücken, den wir hier haben. Und nächstes interessantes Element, auch aus dem Konzernähnlichkeit, haben wir hier mit den Rücklichtern, die dann doch dem Audi Q5 in meinen Augen sehr ähneln. Trotz dieser eigenständigen Leuchtgrafik hier mit den drei Lichtelementen, die wir hier haben und dem oberen Lichtkern hier oben. Hinter dem netten, wirklich sehr cleanen Heck mit dem Touareg-Schriftzug verbirgt sich ein 800 Liter großer Kofferraum. Das sind über 110 Liter mehr als im Vorgänger. Das heißt, da bekommt die Großfamilie durchaus wirklich das Reisegepäck unter. Eine Anhängerkupplung ist optional erhältlich und ganz wichtig für viele da draußen, 3,5 Tonnen dürfen wir mit dem Touareg ziehen. Und was haben wir als Antriebe unter der Haube? Zum Start einen 2V6 TDI und einen V6 Benziner, die wir haben. Zum späteren Zeitpunkt kommt noch ein V8 Diesel hinzu. Und in fernerer Zukunft, ab 2020 etwa, haben wir dann noch einen Plug-in-Hybriden. Dann schauen wir uns doch tatsächlich jetzt mal den Fond an im neuen VW Touareg. Der Einstieg schon leicht erhöht, haben wir hier auf alle Fälle. Den Sitz habe ich schon auf meine Größe eingestellt von 1,78 und die Wampe muss auch noch weiter runter. Schließlich bin ich ein wenig breiter. Somit habe ich aber hier, wie wir sehen, mehr als ausreichend Platz, also jede Menge Luft. Ich kann fast anderthalb Hände dazwischen biegen nach oben, trotz Panoramaglasdach auch jede Menge Platz. Wir haben hier natürlich eine schöne Mittelarmlehne. Wir haben hier die erweiterte Klimaautomatik verbaut mit separater Temperaturregelung für rechts und links sowie Sitzheizung. Und ansonsten sitzt es sich hier auch äußerst bequem. Wir können tatsächlich die Lehne noch verstellen, um das Ganze noch ein bisschen gemütlicher zu machen oder aber bis zu 16 cm in der Länge verschieben für mehr Kofferraumvolumen oder aber mehr Beinfreiheit im Fond, was uns je nachdem wichtiger ist. Aber wichtiger ist jetzt für uns, was vorne links passiert, und das schauen wir uns jetzt an. So, Türausschnitt vorne, typisch SUV. Breit, Einstieg hoch, also wir steigen sehr hoch ein in das ganze Fahrzeug. Ja, die Türtafel, die neue, auch sehr, sehr schön. Wir haben hier offenporiges Holz verbaut. Sehr, sehr hübsch, sehr hochwertig.
Die Türtafel bietet auch wirklich gute Ablagefächer. Da passt auf alle Fälle eine große Flasche rein. Die Cupholder sind riesig. Wir haben hier ein großes Ablagefach, wo das Telefon perfekt untergebracht werden kann. Eine Induktivladeschale haben wir hier vorne, die auch sehr, sehr groß ist. Also da werden auch größere Smartphones Platz haben. Dann ganz frisch der Automatik-Wählhebel. Sehr, sehr klein, sehr kompakt. Kennen wir so ein bisschen schon aus dem Audi mit so einem Handschmeichler zum Ablegen. Aber die Entwickler haben sich da auch was bei gedacht, denn wenn man tatsächlich hier so sitzt, dann kann man tatsächlich während der Fahrt wunderbar schön den Arm auflegen und hier oben auch zur Bedienung des komplett neuen Infodisplays tatsächlich die Hand ein wenig ablegen. Und hier ist das Schöne an dem neuen Display, wohlgemerkt optional, dass wir hier ein 12 Zoll LCD-Display haben, was hochauflösend ist, kombiniert oder fließend übergehend in eine Linie mit einem gigantischen 15 Zoll Schirm. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo 12 Zoll im PC-Desktop sozusagen das Größte war, was man haben konnte. Und jetzt haben wir hier schon 15 Zoll im Fahrzeug verbaut. Nichtsdestotrotz, was schön ist an diesem neuen Infotainment-System, ist, dass es komplett variabel gestaltetbar ist und individuell vor allem auch anpassbar. Wir haben also hier viel die Möglichkeit, allein durch den Annäherungssensor direkt die Elemente zu sehen, die für uns wichtig sind. Wir können hier den riesigen Kartenausschnitt gegen etwas anderes wählen. Wenn wir hier lange draufbleiben, können wir unter anderem auch sagen, dass wir hier den Vehikelstatus, also tatsächlich unseren Bordcomputer haben wollen. Oder aber uns interessiert hier nicht das Telefon. Also können wir die Kachel auch anpassen für Audio, was dann da oben wiederum auf einen, ja, wie man es haben möchte. Wirklich, es ist echt faszinierend, wie viele zig verschiedene Varianten hier möglich sind, was wir uns anlegen können. Das Klimabedienteil ist dann auch verschwunden, das ist auch hier drinnen integriert. Ist allerdings auch wirklich logisch aufgebaut. Wir haben hier die Möglichkeit, uns direkt die Direktwahltasten herzuholen, Temperatur nach rechts oder links, swipen. Wir können hier natürlich Sitzheizung, Sitzlüftung aktivieren, was als sonst alles auch anliegt. Ansonsten eine wirklich richtig tolle Verarbeitung. Wir haben hier das belederte Cockpit mit einer Doppelnaht, alles wunderschön integriert. Auch die Linienführung hier mit dem LED-Lichtband, was sich dann hier rauszieht und in die Türen reinzieht mit einzelnen Lichtpunkten. Bis zu 60 verschiedene Farben können wir hier anwählen, wirklich fließend übergehend mit dieser Ambientebeleuchtung. Und ein Highlight, muss ich persönlich sagen, was mein Highlight schon fast ist, und zwar ist tatsächlich, dass wir hier den Lautstärkenregelung nicht hier oben haben, sondern wir haben hier unten ein kleines, schönes, feines Rad, mit dem wir die Lautstärke der Audioanlage perfekt steuern können oder aber mit Drücken das System an- oder ausschalten. Ja, Marktstart ist Mitte des Jahres zum neuen VW Touareg und ich, für meine Begriffe, glaube, dass der neue Touareg ein richtig, richtig feines Auto werden wird. Nicht zu vergessen sind da nämlich auch einige Elemente, die wir leider noch nicht erfahren können. Das ist unter anderem nämlich ein Luftfahrwerk, was wir haben mit einer variablen Hinterachslenkung und einem Bankausgleich, womit Volkswagen verspricht, dass wir hier ein sehr, sehr handliches Fahrzeug haben oder nicht sogar das handlichste Fahrzeug in der Klasse und auch einen Wendekreis von einem Golf, somit das Fahrzeug wirklich extrem handlich sein soll. Aber das hoffe ich, dass ich das dann noch für euch erfahren kann und dazu dann später mehr. So viel zum neuen Volkswagen Touareg der dritten Generation, nicht zu vergessen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und weitere Fragen und klärende Infos unten in die Kommentare. Bis dahin, tschüss, der Ubi.